Anja Hemmeleinen ist eine Künstlerin mit vielfältigen Interessen. Neben der Malerei hat sie zahlreiche Hobbys: Literatur, Schauspiel, Reisen und vieles mehr. Bei ihrem aktiven Leben übersieht man fast, dass sie an Kinderlähmung erkrankte und ihre Arme nicht verwenden kann. Ja, 18-jährig, als ich sehr polioen, niin im Alter von 18 Jahren erkrankte ich an Kinderlähmung. Selbst nach viel Training konnte ich meine Hände nicht mehr kontrollieren. Also habe ich den Pinsel in den Mund genommen. Und so hat es begonnen. Bereits vor ihrer Krankheit war sie künstlerisch tätig. Nachdem sie ihren Mund als geeignetes Werkzeug entdeckt hatte, nahm sie Kunstunterricht. Joo, mulla oli taiteilijoita yksityisopettajana ja sitten mä olen käynyt erilaisia kursseja. Ich hatte private Lehrer, Künstler, und ich habe viele Lektionen gelernt. Aber das Lernen war leichter, als die Tatsache zu akzeptieren, dass ich behindert war. Kynnys oli melkein vielä vaikeampi kuin tämä tekniikka, että hyväksyä itse vammaisena. Anja Hemmeleinen malt hauptsächlich Landschaften ihrer finnischen Heimat, aber auch Blumen, Menschen und mythische Kreaturen. Aquarellmalerei ist ihre bevorzugte Technik. Was immer sie malt es aufgrund der Schönheit des Motivs. Ich denke immer, dass es so unglaublich wundervoll ist, dass ich etwas schaffen kann. Und auch an den Tagen, wenn etwas aus Liechtenstein kommt, ein Set und meine Bilder wurden veröffentlicht, das sind die wundervollsten und glücklichsten Tage. Setin, missä on käytetty mun työtä, tai kun mä saan ulkomaalta jotakin kustantajilta, niin ai että silloin se on aina onnenpäivä, että huomaa, että työtä on käytetty.